Herzlich willkommen zu diesem finalen Abschluss, zu dieser finalen Abschlusssession unserer Livestream-Konferenz. Welcome to the final session of our Livestream Conference. Wir hatten ein paar sehr gute Zeiten. We had really a couple of very good times. Und wir hatten nach deutscher Zeit heute Nachmittag eine sehr gute Zeit mit Chris Gore. And we already had this afternoon German time. Very nice, very good time with Chris Gore. Eine so gute Botschaft mit so vielen Punktlandungen im Wort Gottes. A very good message with very important topics regarding the Word of God. Und es lohnt sich, diese Botschaften anzuhören, unbedingt. And I can really recommend to listen to these messages again. Und ja, wir haben große Zeitunterschiede, das ist klar. There's a big time difference between our time in Germany and the time in America and the States, where Chris is at. Ja, genau, jetzt hast du mehr gesagt, genau. Dann brauche ich das nicht mehr sagen. Ja, also Chris ist in Amerika und er hat halt dort 9 Stunden Unterschied. Das ist schon gewaltig. Und wir freuen uns umso mehr, dass er dabei ist. And Chris is in the United States and there's a time difference of 9 hours. So we're very, very happy that he is here with us and that we can have him as a guest speaker. Ja, und ich freue mich, dass Johnny, abgekürzt, dass er hier ist und auch ihn übersetzen wird. So, he's happy about me translating today. Thank you, Heiko. Und wichtig ist, dass wir unsere Augen, so wie es auch Chris vorhin gesagt hat, and it is important that we focus our eyes or put our intention to auf die Identität in Christus und auf seine Gegenwart. That we focus on the identity in Christ and the presence of the Lord. Und das sind die Basis, das war ein so gutes, wichtiges Wort für uns. And this is something we stand on, this is the foundation of our faith and it's so good to hear it and to know it. Und lass uns einfach in dieser Zeit, die wir jetzt haben, auf ihn schauen, bei all dem, was Chris uns sagen wird. And in the session, let us focus on the Lord while we are listening to Chris. Chris und ich begrüße dich ganz herzlich. And I want to welcome you, Chris Gore. Und ja, ich logge mich dann aus, mit einem super Hintergrund wieder. And again with a great background of yours. Ist aber nicht Kalifornien, oder doch? But this isn't California, or is it? No, this is not California. This is Ohio. Oh, yeah. This is Ohio. Das ist auch sehr schön. Ja, also ich übergebe an dich, Chris, und freue mich, dass du da bist. Vielen, vielen Dank schon mal vorab. And he hands it over to you, and he's very happy that you are with us today. Yes, thank you. Thank you again so much for having me. It really is a joy to be with you here today. Vielen Dank nochmal, dass ich mit euch sein kann heute und dass ich mit euch diese Zeit verbringen kann. We started this morning at 7 o'clock my time. Heute Morgen haben wir nach meiner Zeit 7 Uhr morgens begonnen. So I'm now starting to wake up, so I might actually preach. So deswegen werde ich jetzt gerade wach und es könnte sein, dass ich jetzt anfange zu predigen. I'd love to share the word of the Lord with people. Und ich liebe es, das Wort Gottes mit Menschen zu teilen. I love to see believers come into the identity of who Jesus said that you are. Ich liebe es zu erleben, wie Gläubige dahin kommen, dass sie in die Identität kommen, die Jesus gesagt hat, die wir haben. The new book that I'm writing is on righteousness and the identity of the believer. Das neue Buch, das ich gerade schreibe, da geht es um die Identität und die Rechtschaffenheit des Gläubigen. The book is called Apprehended Identity. Das Buch heißt Apprehended Identität, erwartete Identität. I'm not so sure if I have the right translation. We hope to have that out in the next short while. Und ich hoffe, dass es in der nächsten Zeit veröffentlicht wird. I'm really convinced that the greater understanding that we become, that we are aware of the identity.
Und ich hoffe, dass wir das mehr ergreifen über die Identität in Christus. The more that we'll see through us. Dass mehr Menschen das durch uns erleben werden, die Identität in Christus, wer Christus ist. I actually believe that we'll see more through us by accident than what we tried to even do. Und ich glaube, dass sich mehr durch uns zeigen wird, zufällig in Anführungsstrichen, als dass wir es wirklich geplant haben. About 2 years ago. Vor 2 Jahren. We were going to Japan. Da sind wir nach Japan gereist. And when one day I preached at a church on the woman with the issue of blood. Und da habe ich einmal in einer Gemeinde über die blutflüssige Frau gepredigt. And the pastor said to me at the end of the service that he wanted to take me somewhere special for dinner. Und nach dem Gottesdienst sagte der Pastor zu mir, dass mich gerne einladen würde in ein spezielles Restaurant. Now, I love high quality food. Und wisst ihr, ich liebe hochklassiges Essen. I have very fond memories of good food in Germany. Ich habe gute Erinnerungen an gutes Essen in Deutschland. So he took me to this very expensive steakhouse. Und dann hat mich in dieses sehr teure Steakhouse eingeladen. And while we sit down, we had a private room within the steakhouse. Und wir hatten ein Zimmer, das für uns reserviert war in diesem Steakhouse. We had three waiters and a private chef. Wir hatten 3 Kellner und einen Koch, der nur für uns zuständig war. And the waiter comes out and takes my order. Und einer der Kellner kam zu mir und hat meine Bestellung aufgenommen. I was so excited. This is very high quality steak. Und ich war schon so gespannt, weil es ein so hochkarätiges Restaurant war. He comes and he presents the steak to me and puts it on my table. Und kommt, bringt meine Bestellung, das Steak, und stellt es vor mir ab. And very quietly in my heart, I hear the Lord say, would you ask him to join you in the giving thanks for the food? Und Gott hat ganz leise in meinem Herzen gesprochen, würdest du ihn fragen und bitten, ob er sich eins machen würde mit mir und Dank aussprechen würde an Gott für das Essen. Ein Dank. So I reach up and I hold the waiter's hand. Und ich habe nach ihm mich ausgestreckt und habe die Hand des Kellners ergriffen. I hadn't asked him whether we could say grace. I just reach up and I hold his hand. Ich habe ihn gar nicht danach gefragt, sondern ich habe einfach seine Hand genommen und sie ergriffen. And he looks at me as to say, like, what are you doing? Und er schaut mich an und als ob mich fragen würde, was machen Sie da? And I said, I'm sorry, would you just join us while we give thanks for the food? Und Chris Gore sagte dann, bitte entschuldigen Sie, aber ich wollte Sie fragen, ob Sie mit uns das Dankgebet vor dem Essen sprechen würden. Now, he has no idea who I am. He does not know me. Und hat überhaupt keine Ahnung davon, wer ich bin. Er kannte mich gar nicht. So, I just begin to give thanks for the food. Und ich habe einfach Gott für das Essen gedankt. It was a very quick grace. I wanted to eat my steak. Und es war ein ganz kurzes Dankgebet, weil ich ganz gerne mein Steak essen wollte. And I my eyes are closed. Und ich hatte meine Augen geschlossen. And he's on the left side of me. Und stand an meiner linken Seite. Holding hands. Und wir haben die Hände gehalten. And my arm begins to shake like mad. Und mein Arm fing auf einmal an, wie wild zu zittern und sich zu schütteln. And I opened my eyes to see what's happening. Und ich habe meine Augen geöffnet, nachzusehen, was da gerade passierte. And the waiter is shaking violently while I'm praying. Und der Kellner, der zitterte und schüttelte sich ganz wild, während wir beteten. And he falls on the floor and he falls underneath the table. Und fällt zu Boden und fällt unter den Tisch sogar. And he bursts into tears. Und bricht in Tränen aus. And he's crying,
really, really loud in this very expensive restaurant. Und er weint ganz, ganz laut in diesem sehr teuren Restaurant. And I didn't know what to do. Und ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. So the, he kind of gets up off the floor and he kneels next to me. Und er steht vom Boden auf und er kniet sich neben mich hin. And I said, bless you, my friend, bless you. Und ich sage zu ihm, sei gesegnet, mein Freund, sei gesegnet. In other words, I was kind of saying, okay, you can go away now, I want to eat my steak. Auf andere Art und Weise versuchte ich ihm zu vermitteln, okay, du kannst jetzt gehen, ich möchte jetzt mein Steak essen. So the man, the waiter walks off. Und dann geht der Kellner weg. And I turn to the pastor and I say, pastor, what should we do now? Und ich drehe mich zum Pastor um und spreche ihn an und frage ihn, Pastor, was sollen wir jetzt tun? But we couldn't come up with a conclusion because the waiter walks back with the pastor's steak. Aber wir kamen zu keinem Ergebnis, weil der Kellner mit der nächsten Bestellung zurückkam. So I say, hey, my friend, is there something that we could pray for you for? Und ich spreche ihn wieder an den Kellner und frage ihn, hey, mein Freund, gibt es da etwas, wofür wir beten können? And on that, he burst into tears again. Und nach meinen Worten brach er wieder erneut in Tränen aus. And he's crying really loud. Und er weint richtig laut. And he said, yes, there is. Und er sagt, ja, da gibt es etwas. He said, would you pray for my wife and I? Und er sagte, könnt ihr für mich und meine Frau beten? All this we've ever wanted is to have children. Und alles, was wir je wollten, waren Kinder. And but my wife can't conceive. Aber meine Frau wird nicht schwanger. He said, could you pray for that? Und er sagte, könnt ihr dafür beten? So he comes around to my left side. Und er kommt an meine linke Seite wieder. And I just say, my friend, it's going to be okay. Ich sage zu ihm, mein Freund, es wird gut werden. I said, babies are God's idea. Sorry? Babies are God's idea. Und ich sage zu ihm, Babys sind die Idee Gottes. He said, go forward and multiply. Weil er sagt, geht und vervielfältigt euch. He said, how do you know that they're God's idea? Und der Kellner fragt mich, wie kommst du darauf, dass es Gottes Idee ist, Kinder zu haben? I said, because the Bible says, go forward and multiply. Weil die Bibel das sagt. Geht und vermehrt euch. We finish our meal. Wir haben unser Essen beendet. And he walks me to the door. Und er bringt mich zur Tür, der Kellner. And he puts his hands out and he says, would you just hug me? Und er streckt seine Hände nach mir aus und bittet mich, ihn zu umarmen. And I hug him and he bursts into tears again. Und ich umarme ihn und er bricht erneut in Tränen aus. See, 9 months later. Und wisst ihr, 9 Monate später. They have a baby. Haben sie ein Kind bekommen. After many years of trying. Nach vielen Jahren, wo sie es versucht haben, schwanger zu werden. And I was in Japan 12 months after that, and he came to church and we met. Und 12 Jahre nach dieser Begegnung war ich wieder in Japan und dort haben wir uns wieder gesehen. And what a joy it was to be able to lead him to Jesus. Und was für eine Freude es gewesen ist, ihn zum Herrn zu führen. See, the reason why I tell you this story. Und der Grund, warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist. Is because it's about recognizing the one that lives in us. Weil es geht darum, dass wir erkennen, wer in uns lebt. That we are at union with him. Dass wir in Einheit mit ihm sind. Where you go, he comes. Und wo du auch hingehst, dort geht er auch hin. See, it's about learning to recognize the presence of the indwelling presence of the Holy Spirit that lives in us. Und es geht darum zu erkennen oder anzuerkennen und zu wissen, um die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns. I love miracles. Ich liebe Wunder. I love seeing people get healed by the Lord Jesus. Und ich liebe es, Menschen zu sehen oder zu erleben, wie Menschen durch den Herrn Jesus Christus geheilt werden. And I truly believe with all my heart that it's not about the man of God, it's about the God of man.
Und es geht nicht um denjenigen, der den Dienst ausführt, den Mann Gottes, sondern es geht um den Gott des Menschen. That every single one of us can walk in the healing power of Jesus. Dass jeder einzelne von uns in der Kraft Jesu Christi wandeln kann. It's time that we get Jesus what he paid for. Und es ist Zeit, dass wir Jesus das geben, wofür er bezahlt hat. See, as a believer of Christ. Wisst ihr, als Gläubige, die an Jesus Christus glauben. I have good news. Habe ich eine gute Nachricht. That is that one day we're all going to heaven. Und die gute Nachricht ist die, dass wir eines Tages alle in den Himmel kommen. See, that is the destiny of the believer. Wisst ihr, das ist der Bestimmungsort des Gläubigen. But there's a big difference between the destiny of the believer and the assignment of the believer. Aber wisst ihr, da ist ein großer Unterschied zwischen dem Bestimmungsort oder dem Ziel des Gläubigen und der Aufgabe, der Berufung oder dem Auftrag des Gläubigen. The destiny of the believer is to go to heaven. Der Bestimmungsort oder das Ziel des Gläubigen ist es, in den Himmel zu kommen. But the assignment of the believer is to bring heaven. Aber der Auftrag des Gläubigen ist es, den Himmel auf die Erde zu bringen. But yet, so many believers. Aber so viele so many believers think that the return of Jesus is the hope of the church. So viele Gläubige denken, dass ihre Hoffnung die ist, dass Jesus wiederkommen wird. But the return of Jesus is not the hope of the nations. Aber die Wiederkehr Christi ist nicht die Hoffnung der Nationen. The hope of the nations is the gospel. Sondern die Hoffnung der Nationen ist die frohe Botschaft, das Evangelium. We need to understand who we are. Und wir müssen wissen, wer wir sind. That we would begin to see the power of God flow through our lives. Und dass wir anfangen zu erleben, wie die Kraft Gottes durch unser Leben fließt. In the book of Hebrews, chapter 1, im Hebräerbrief, Kapitel 1, it says this. Da heißt es, says, the Son is the radiance of God's glory. Da heißt es, dass der Sohn die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. And the exact representation of his being. Und die exakte Repräsentation seines Wesens. The Message Bible reads this. Und eine andere Version, englische Version, da heißt es: The Son, Jesus, der Sohn Jesus, perfectly mirrors God, spiegelt perfekt Gott wider, and is stamped with God's nature, und ist hat einen Stempel von Gottes Natur. And in the NASB, New American Standard Bible, in der amerikanischen Standardbibel, it says he is the exact representation of his nature. Da heißt es, dass Jesus die exakte Repräsentation oder das perfekte Abbild der Natur Gottes ist. See, how many of you want to know what the Father is like? Die Frage ist, wie viele von euch möchten wissen, wie der Vater ist? Everybody wants to know what the Father is like. Jeder möchte gerne wissen, wie der Vater eigentlich so ist. But according to Hebrews 1 verse 3, aber nach Hebräer 1 Vers 3, and according to Colossians, und nach dem Kolosserbrief, that Jesus Christ is the perfect representation of the Father. Nach diesen beiden Briefen ist Jesus die perfekte Repräsentation, das perfekte Abbild von Gott. So if you want to know what the Father is like, you just need to look at the person of Jesus. Und wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, dann müsst ihr einfach auf die Person von Jesus Christus schauen. Because when you look at the person of Jesus, und wenn ihr euch die Person Jesus Christus anschaut, you see the perfect representation of the heart of the Father. Dann seht ihr die perfekte Repräsentation des Herzens des Vaters. See, when we look at the person of Jesus, wisst ihr, wenn wir uns die Person Jesus Christus anschauen, We don't see in the person of Jesus how he blessed a hurricane or a storm. Da sehen wir nicht, wie er den Hurricane oder den Sturm gesegnet hat. We don't see in the person of Jesus
where he puts sickness upon somebody to teach them a lesson. Und da sehen wir auch in der Person Jesus Christus nicht, dass er jemand mit Krankheit geschlagen hat, damit er eine Lehre bekommt. But what we do see in the person of Jesus, aber was wir an der Person Jesu Christi sehen, is that every storm he came to, he calmed. Dass jeder Sturm, dem er begegnet ist, dass er diesen Sturm gestillt hat. And every sick person that came to him, he healed. Und dass jede kranke Person, die zu ihm gekommen ist, dass er sie geheilt hat. And every funeral he went to, he messed it up. Und zu jeder Beerdigung, zu der er gegangen ist, dort hat er Chaos verbreitet. Even including his own funeral. Und das betrifft auch seine eigene Beerdigung. See, our healing ministry must be based on the person of Jesus Christ. Und unser Dienst muss gegründet sein auf der Person von Jesus Christus. My friend, he did not send sickness to teach you a lesson. Mein Freund, er hat dir keine Krankheit gesendet, damit er dir eine Lehre erteilt. He sent Jesus Christ to teach sickness a lesson. Sondern Gott hat Jesus Christus gesandt, um der Krankheit eine Lehre zu erteilen. See, we have to change the way that we think. Wisst ihr, wir müssen die Art, wie wir denken, verändern. Jesus Christ is perfect theology. Jesus Christus ist perfekte Theologie. He came to reveal the heart of Abba Father. Und er ist gekommen, um das Herz von Abba Vater zu darzustellen, zu veröffentlichen. He's your daddy. It's an endearing term. Daddy God. Und er ist ein liebender Gott, ein liebender Vater, ein Papa Gott. See, so many believers don't walk in power because they have failed to understand the heart of the Father. Wisst ihr, so viele Gläubige leben nicht in der Kraft Gottes, weil sie nicht verstanden haben, wer der Vater ist und wie sein Herz ist. See, I think that one of the number one reasons why we don't see healing flow in our lives. Wisst ihr, ich glaube, dass einer der Hauptgründe, warum wir nicht erleben, dass Heilung in unserem Leben passiert oder dass wir das in unserem Leben sehen, is because we don't understand the heart of the Father. Weil wir einfach das Herz des Vaters nicht verstehen. See, we would actually not need to discuss theology if we had a revelation of Abba Father. Wisst ihr, wir müssten gar nicht über Theologie diskutieren, wenn wir eine Offenbarung davon hätten, eine Erkenntnis davon hätten, wie das Herz von Abba Vater ist. Please don't get me wrong. I love theology. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe Theologie. And I personally think. Und ich persönlich denke, glaube. That another reason why we don't see healing power flow through our lives. Warum wir Heilungskraft nicht in unserem Leben sehen. Is because we have bad theology. Weil wir einer schlechten Theologie anhängen. Because what we've done as a body is that we've built our theology around our experience as opposed to building our theology around the Word of God. Weil als Gemeinde haben wir unsere Theologie darum gebaut, was wir erfahren haben, welche Erfahrungen wir haben, und nicht um das Wort Gottes herum. We need to stop living out of experience alone and make sure that our experience lines to the Word of God. Wir müssen aufhören damit, nur danach zu leben, was wir erfahren haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben, was wir erlebt haben, und es in Einklang bringen mit dem, was Gott uns sagt. Stop being moved by what you see and start being moved by what Jesus says. Und hört auf, davon bewegt zu sein, was ihr mit euren eigenen Augen seht oder was ihr erfahrt, und lasst euch bewegt sein durch das, was im Wort Gottes über Jesus steht und was Jesus getan hat. See, I told you in the last session that we're at union with God. In der letzten Session habe ich euch gesagt, dass wir in Einheit mit Gott sind. That we are one with Him. Dass wir eins mit ihm sind. That separation is an illusion. Und dass Trennung von Gott eine Illusion, eine Lüge ist. I want to tell you a story. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. But between the story, I'm going to weave in healing theology. Aber zwischen den Zeilen oder zwischen in der Geschichte, während der Geschichte, die ich erzähle, werde ich Theologie über Heilung einfließen lassen. A few months ago,
vor einigen Monaten. I had the privilege of ministering to a very well-known lady in private. Da hatte ich das Privileg, das Vorrecht, einer sehr bekannten Dame zu dienen, privat. Every single person here today would know this lady's boss. Would know the lady's boss, manager. Ah, okay. Very famous. Sorry? He was a very famous man. Und jeder kennt den Manager dieser Frau, ein sehr bekannter Mann. And the lady's car broke down. Und das Auto der Frau hatte eine Panne. And she was looking under the bonnet of the car. Und sie hatte unter das Auto geschaut. And the stick that holds the bonnet snapped and it came down and hit her head. Und der Wagenheber ist eingeklappt und das Auto krachte auf den Kopf der Frau. And she had had a severe concussion for 4 years. Und sie hatte schwere Kopfverletzungen oder genau, Verletzung am Kopf über 3 Jahre. She is an executive personal assistant. Und sie ist die Assistentin eines Managers. But now she can't read. Aber durch diesen Unfall kann sie nicht lesen. So when we sat and we begin to talk. Und als wir zusammen saßen und angefangen haben uns auszutauschen. The Lord says, bring her into an alignment with my word. Da sagt der Gott, der Herr zu mir, dass ich sie auf eine Linie bringen sollte mit dem, was sein Wort sagt. So we spoke about union. Und deswegen haben wir über Einheit gesprochen. That we're one with him. Dass wir eins mit Gott sind. And we're going to finish on that point. Und damit werden wir aufhören oder beenden. So I said to her, I said, Isn't it amazing that you're not healed by your performance? Und ich sagte zu ihr, ist es nicht wunderbar, dass du nicht durch deine Leistung geheilt wirst? And she said, oh yes, it's not by my performance. Und sie sagt, oh ja, es ist nicht durch das, was ich tue. So I knew that she was in alignment with God's word. Und deswegen wusste ich, that she is in alignment or she isn't. Yes, she was. Yes. Und dass sie in Einheit war mit dem, was das Wort Gottes sagte, dass sie da in Einheit war. Because we're not healed by our performance, we're healed by his performance. Weil sie davon überzeugt war, dass wir nicht durch unsere Leistung, durch unsere Taten geheilt werden, sondern durch seine Werke, durch seine Leistung, durch seine Taten. It doesn't matter whether the people we're praying for don't know God, God knows them. Und es ist nicht bedeutsam, ob die Menschen, die beten zu Gott um Heilung, Gott wirklich kennen, sondern Gott kennt diese Menschen. What about it? I'm from another religion. Und wie steht es um Menschen, die einer anderen Religion angehören? It makes no difference. Jesus still loves them. Jesus has still paid the price for them. Und da ist es nicht wichtig, welcher Religion sie angehören, weil Jesus oder Gott sie trotzdem liebt und Gott auch für sie, Jesus für sie den Preis bezahlt hat. But Pastor, I'm not good enough to be healed. Aber sie sagte, Pastor, ich bin nicht gut genug, um geheilt zu werden. When did it become about you? Und ich fragte sie, wann ging es um dich und deine Leistung? Because if it became about you, then Christ died in vain. Weil wenn es davon abhängt, was du tust und was deine Leistung betrifft, dann ist Jesus umsonst gestorben. So I knew that she was solid, knowing it's not her performance. Und davon konnte ich ableiten, dass sie wusste oder dass sie dann verstanden hat, dass es nicht um ihre Leistung, um ihre Taten geht. So I said, isn't it good that it's God's will to heal you? Und ich fragte sie oder sagte zu ihr, ist es nicht wunderbar, dass es Gottes Wille ist, dich heilen zu wollen oder dich zu heilen? And she said, yes, 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 it's God's will. Und sie sagte, ja, es ist toll, dass es Gottes Arbeit ist oder Gottes Wille ist. But why is it as a church, when we pray for people, we say, if it be your will? Aber warum kommt es dann manchmal vor in Gemeinden, wenn wir für Kranke beten,
dass wir beten, ja, wenn es dein Wille ist, Herr, dann werden sie gesund. I think we pray that because we don't know God's will. Und ich denke das, weil viele von uns manchmal Gottes Wort nicht kennen. Perhaps because we're based our healing ministry on our experience rather than the person of Jesus Christ. Und vielleicht liegt es daran, dass wir unseren Heilungsdienst mehr auf unsere Erfahrung aufgebaut haben als auf die Person Jesus Christus und sein Wort. In the book of Matthew, chapter 8, you don't need to turn there. Im Matthäus-Evangelium, chapter 8, Kapitel 8. A leper comes to Jesus and he says, Lord, if you are willing, you can heal, would you heal me? Und da kommt ein Leprakranker zu Jesus und sagt zu ihm, Herr, wenn es dein Wille ist, dann kannst du mich heilen. See, the leper was confused about the will of God. Und wisst ihr, der Leprakranke, der war sich nicht sicher, der wusste nicht wirklich Bescheid über den Willen Gottes. So Jesus never healed him until the confusion of the question was cleared up. Und Jesus hatte nicht geheilt, bevor diese Verwirrung über seine Frage geklärt war. And he said, I am willing. Und Jesus antwortete ihm, ich will. And then he heals the man. Und dann heilte er diesen Leprakranken. But yet today, so many believers are confused about the will of God. Aber heutzutage ist es so, dass viele Gläubige einfach verwirrt darüber sind, was der Wille Gottes ist. See, the disciples bring a boy to Jesus. Wisst ihr, die Jünger Jesu? And they say, Jesus, we can't heal the man. Und sie sagen, we can't heal him. Und sie sagen zu Jesus, wir können ihn nicht heilen. Now, Jesus didn't say, well, if you can't, I guess it's just not the Father's will. Und Jesus hat zu ihnen nicht gesagt, wisst ihr, wenn ihr ihn nicht heilen könnt, dann ist es wahrscheinlich nicht der Wille des Vaters, ihn zu heilen. Because if he said that, I would have to preach this message different. Wisst ihr, wenn er das gesagt hätte, dann müsste ich meine Botschaft, meine Predigt anders reden. He says, bring the boy to me. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, bringt den Jungen zu mir. Why? Warum hat er das gesagt? Because Jesus is the will of the Father. Weil Jesus das Wort Gottes ist. God and Jesus are not at war with each other. Wisst ihr, Gott und Jesus sind nicht im Streit, im Krieg miteinander. Jesus is not standing there saying, ah, oh, I really want to heal Johnny. Und Jesus steht nicht da und sagt, ich will Johnny wirklich heilen. But the father's like, no, it's not my will. Und der Vater steht nicht da und sagt, nein, das ist nicht mein Wille. See, if we don't think that it's God's will to heal. Wisst ihr, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass es Gottes Wille ist zu heilen, then why, when we're sick, would we want to go to the doctor? Weswegen würden wir dann zum Arzt gehen, wenn wir krank sind? Because if the doctor gave you medicine that made you well, weil wenn der Arzt euch Medikamente gibt, wodurch es euch besser geht, then you've put the doctor in a position of being rebellious against God because God's will for you wasn't to be made well. Dann würdet ihr den Arzt in eine Situation oder eine Position bringen, dass er gegen Gott rebelliert, weil er euch Medikamente gegeben hat, damit es euch besser geht und es ist eigentlich nicht Gottes Wille, euch zu heilen. See, we need to renew our minds. Wisst ihr, wir müssen unsere Überzeugungen erneuern. We need to adjust the way that we think. Und wir müssen unsere Art, wie wir denken, anpassen. Because it is the will of the Father for you to be healed. Weil es der Wille des Vaters ist, für dich geheilt zu werden. We need to stop tolerating what Jesus came to decimate. Und wir dürfen nicht mehr tolerieren, wofür Jesus gekommen ist, es auszumerzen oder dieses Denken zu reduzieren, zu beseitigen. See, we base our theology on our experience rather than the Word of God. Wisst ihr, unsere Theologie basiert mehr auf das, was wir erfahren haben, welche Erfahrungen wir haben, als auf dem Wort Gottes. And then we say, well, there must be a divine purpose that God wants me sick.
Und dann sagen wir so Sachen wie, es müsste einen göttlichen Grund geben, warum Gott möchte, dass ich krank bin. There's a divine purpose, Pastor. Es gibt einen göttlichen Grund, Pastor. He's teaching me a lesson and he's working something out of my life. Und er lehrt mich eine Lehre und er versucht, was in meinem Leben hervorbringen, dass da etwas passiert. Sickness is not listed anywhere in Scripture as a blessing from God. Krankheit, da können wir die ganze Schrift durchschauen, ist nicht aufgeführt als ein Segen von Gott. Christ or his disciples never acted as if there was a good or a godly purpose in sickness. Und Jesus oder seine Jünger haben nie so gehandelt oder sind damit so umgegangen, als gäbe es einen göttlichen Grund für Krankheit. Scripture does not teach us that God wants to use sickness to transform a person's character or to produce repentance. Und die Schrift sagt uns nicht, dass Gott Krankheit benutzt, um den Charakter eines Menschen zu verändern oder ihn zur Buße zu führen. It's heartbreaking to me when people don't align with the person of Jesus. Es bricht mir das Herz, wenn ich mitbekomme, dass Menschen sich nicht in Einklang bringen mit der Person Jesus Christus. I had a man just this week tell me this. Und gerade in dieser Woche habe ich einen Mann getroffen, der mir genau das gesagt hat. He said, "That's how God disciplines me. He makes me sick." Und das ist die Art und Weise, wie Gott mich diszipliniert, indem er mich krank macht. My friend, that is the spirit of stupid. Weißt du, mein Freund, das ist der Geist der Dummheit. If I treated my children like that, the government would take them off me because I would be an unfit father. Wisst ihr, wenn ich so meine eigenen Kinder behandeln würde, dann würde die Regierung, die Behörden mir meine Kinder wegnehmen, weil ich kein fähiger Vater wäre. What kind of a father do you think he is if you think he gives us sickness to discipline us or to teach us a lesson or to create a godly purpose in us? Was glaubt ihr, was er für ein Gott ist, wenn er Krankheit benutzt, um uns eine Lehre zu erteilen oder uns eine göttliche uns auf göttliche Art und Weise zu disziplinieren? Now, I do acknowledge that God can produce incredible things from bad situations. Und ich erkenne an, dass Gott aus ganz schlimmen Situationen etwas Gutes bewirken kann. But that's a long way from saying that God produced the bad situation to make something good. Aber es ist ein großer Schritt, um zu sagen, bis zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, Gott hat etwas Schlechtes produziert, damit etwas Gutes da hervorkommt. See, if we really think that there's a godly purpose in us being sick. Wisst ihr, wenn wir wirklich daran glauben, dass es einen göttlichen Grund gibt, warum wir krank sind, then don't go to the doctor. Dann geh nicht zum Arzt. Don't come to the healing meeting. Und komm nicht zum Treffen, wo es um Heilung geht. Stay at home and be miserable. Sondern bleib zu Hause und fühle dich weiterhin schlecht. See, if we think that God makes us sick to teach us a lesson, wisst ihr, wenn wir glauben, dass Gott uns krank macht, um uns eine Lehre zu geben, then maybe we should lay on the couch and ask for some more tumors to speed the lesson up. More cancer to speed the lesson up. Dann müssten wir auf der Couch sitzen und mehr Krebs beten, damit es schneller geht. My friend, you are not cursed. Weißt du, mein Freund, du bist nicht verflucht. Jesus became your curse, Galatians 3, verse 13. Sondern Jesus selbst ist dein Fluch zu deinem Fluch geworden. Also hat dein Fluch angenommen. I said to this woman, isn't it amazing that there's not a godly purpose in you being sick? Und ich habe zu dieser Frau gesagt, ist es nicht wunderbar, dass es keinen göttlichen Grund gibt, warum du krank sein sollst? And she said, yes, yes, wonderful, wonderful. There's no godly purpose. Wonderful. Und sie sagte, ja, ja, es ist toll, es ist wunderbar, dass es da keinen göttlichen Grund gibt, warum ich krank bin. So we continue to talk. Und dann haben wir weiter uns unterhalten. And I'm trying to work out the lie that she's believing. Ich habe versucht herauszufinden, was die Lüge ist, an die sie geglaubt hat, an die sie glaubt. So, then I say, that's
Und dann habe ich das Folgendes gesagt. Isn't it amazing that there's not a timing of the Lord? Sorry? There's no timing of the Lord. Und wisst, weil, er hat zu mir gesagt, weißt du, es gibt da keinen bestimmten Zeitpunkt für den Herrn. See, because many believers are waiting for a specific timing of the Lord. Wisst ihr, weil viele Gläubige warten auf einen spezifischen Zeitpunkt, wo der Herr wird. In God's time, you'll be healed. In der Zeit, die Gott vorhergesehen hat, bestimmt hat, werden wir geheilt. My friend, that's not the gospel. Weißt du, mein Freund, das ist nicht das Evangelium. The gospel says, das Evangelium sagt, that at the cross he took your sickness and he took your sin. Da heißt es, am Kreuz hat Jesus unsere Krankheit und unsere Sünde auf sich genommen. The timing of the Lord is the cross. Und der Zeitplan Gottes ist das Kreuz. He either paid for it or he didn't. Entweder hat Jesus den Preis bezahlt oder er hat den Preis nicht bezahlt. And we have to stop pushing off for another day what he wants you to have today. Und wir dürfen das nicht weiter aufschieben und darauf warten auf einen Tag, wann es passieren wird, wenn Gott eigentlich möchte, dass es heute passiert. Because he's not just the God of yesterday and he's not just the God of tomorrow, he's a now God. Er ist nicht nur der Gott von gestern, der Gott der Zukunft von morgen, sondern er ist der Gott von genau jetzt. See, the Bible tells us that the work of healing is already done. Weil das Wort Gottes sagt uns, dass die Arbeit bereits getan, vollbracht wurde. The gift of healing has already been given to the church. Und die Gabe der Heilung ist bereits an die Gemeinde, an den Christi gegeben worden. And Christ demonstrated that healing was always when somebody came to him. Und Jesus Christus hat aufgezeigt, dass Heilung immer dann passierte, wenn jemand zu ihm gekommen ist. Not when some mysterious time came in the future. Und nicht, wenn ein mysteriöser Zeitpunkt irgendwann in der Zukunft gekommen ist. Jesus never sent anybody away with a question about timing. Und Jesus hat nie jemanden weggeschickt, mit der Frage, ob es der richtige Zeitpunkt wäre, ihn zu heilen. There's only one example around timing. Und es gibt nur ein Beispiel, wo es um den richtigen Zeitpunkt geht. And that's when Jesus is at a wedding. Und der Zeitpunkt oder das Beispiel dafür ist, als Jesus bei einer Hochzeit gewesen ist. And they run out of wine. Und als der Wein knapp wurde. And Mary turns to Jesus and said, "You better turn that water into wine." Und Maria, seine Mutter, hat sich an Jesus gewendet und hat zu ihm gesagt, du verwandelst besser das Wasser zu Wein. And Jesus responds, it's not my time to be revealed as the miracle maker. Und Jesus antwortete seiner Mutter Maria, es ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, dass ich mich offenbare als jemand, der Wunder wirkt. I think his mother gave him the mother look. Und ich glaube, dass Maria, seine Mutter, ihm den Blick einer Mutter gegeben hat. And he quickly made it his time. Und ganz schnell ist Jesus der Bitte seiner Mutter dann nachgekommen. See, we end up blocking the supernatural in our lives around incorrect theology. Und wisst ihr, wir blockieren das Wirken, das übernatürlich Wirken in unserem Leben durch falsche Theologie. I don't believe that it's the lack of faith. I believe it's the presence of doubts. Und wisst ihr, es ist nicht das Fehlen von Glauben, sondern es ist das Anwesendsein von Zweifeln. And the more that we align with the Word of God, je mehr wir uns in Einheit, in Einklang mit dem Wort Gottes bringen, as demonstrated by the person of Jesus Christ, so wie es von Jesus Christus dargestellt wird, the more that we'll see the power of God flow through our life. Desto mehr werden wir die Kraft von Gott in unserem Leben erleben. We need a Jesus revolution. Wir brauchen eine Jesus Revolution. We need to come back to the power of the cross. Wir müssen zurückkehren zur Kraft des Kreuzes. My friend, it is not about you.
Und mein Freund, es geht nicht um dich. See, in the old covenant it says, if you keep my, if you obey my commands and keep my statutes, I will heal you. Und im Alten Testament heißt es, wenn ihr meine Gebote erhaltet und euch danach richtet, dann werde ich euch segnen. But in the new covenant, he keep the commands and he keep the statutes so that we can be healed. Aber im Neuen Testament ist es so, dass Jesus die Gebote eingehalten hat oder einhält und die Statuten erfüllt oder die Regeln erfüllt. Are you with me this evening? Und seid ihr da einer Meinung? Seid ihr da eins mit mir an diesem Abend? My friend, it's not about, there's no special timing. Und weißt du, mein Freund, es gibt keinen speziellen Zeitpunkt. There's no divine purpose. Und es gibt keinen göttlichen Grund. It is the will of God. Es ist der Wille Gottes. And it's not about your performance. Und es geht nicht um deine Werke, um deine Leistung, um deine Taten. See, what about the lady that came to Jesus, the Syrophoenician woman? Und was ist mit dieser Frau, die zu Jesus gekommen ist? Which woman? The Gentile woman. Ja, die Matthew 15. Keine Jüdin war, die Heidin war. And she cries out to Jesus, Son of David, have mercy on me. Und sie ruft zu Jesus, Sohn Davids, hab Gnade mit mir, hab Erbarmen. For my daughter is severely demon possessed. Weil meine Tochter ganz schlimm von einem Dämon besessen ist. See, she has a genuine need. Und wisst ihr, sie hat eine ganz grundlegende Not. But the very next verse says this. Aber der nächste Vers sagt Folgendes. He answered her not a word. Er hat ihr kein einziges Wort darauf geantwortet. I have to ask myself, why didn't Jesus answer her a word? Und ich habe mich selber gefragt, warum hat Jesus ihr keine Antwort, kein einziges Wort auf ihre Bitte gegeben? See, friends, it's not your desperation that gets you healed. Und wisst ihr, meine Freunde, es ist nicht eure Verzweiflung, wodurch ihr geheilt werdet. I mean, if it was our desperation that got us healed, wouldn't we all be healed? Und wenn es nicht die Verzweiflung den Ausschlag geben würde, damit wir geheilt werden, wären wir dann nicht alle schon längst geheilt? And I've heard that preach that Jesus never healed her because Jesus wanted to see how desperate she was. Und ich habe schon Predigten darüber gehört, dass Jesus sie nicht oder die Tochter nicht sofort geheilt hat, weil er sehen wollte, wie verzweifelt sie wirklich ist. I can't think of anything further from the truth. Und ich kann an nichts denken, was weiter von der Wahrheit entfernt wäre. Because now it's become about our performance. Weil, wenn wir so denken, geht es um unsere Leistung, um darum, was wir tun. See, that woman, ist ja diese Frau, she said, Son of David, sie sagte, Sohn Davids. You can't call Jesus the Son of David unless you're a Jew. Wisst ihr, man konnte damals Jesus nicht ansprechen mit Sohn Davids, wenn man nicht selbst ein Jude gewesen ist. She is a Gentile woman. Sie war keine Jüdin, sie war eine Heidin. She was pretending that she was somebody that she wasn't. Und sie gab vor, jemand zu sein, der sie gar nicht war. To get something that she wanted. Um etwas zu bekommen, das sie wollte. If I can just pretend I'm a Jew, I know he'll heal me because I know he came to heal the Jews. Und wenn ich nur so tue, als ob ich ein Jude wäre, dann würde ich das bekommen, was ein Jude bekommen würde, weil ich weiß, er ist gekommen, Jesus ist gekommen, um Juden zu heilen. And it wasn't until that lady came in a spirit of humility. Und es war nicht, bis diese Frau im Geiste der Demut zu Jesus gekommen ist. And she comes before him and says, Lord, help me. Und sie kommt zu Jesus und sagt, Herr, hilf mir. It is in that place that she got what she wanted. Und als sie aus dieser Haltung heraus Jesus begegnete, hat sie das bekommen, wonach sie bat, worum sie bat. Because when we come to him just as we are. Wenn wir einfach so zu Jesus kommen, einfach so wie wir sind. It's in that place that we leave just as he is. Sorry, I didn't get you.
When we come as we are, we leave as he is. So, wenn wir ihm so begegnen, einfach so, wie wir gerade wirklich sind, wie es uns geht, ganz authentisch, dann werden wir ihn wieder so verlassen, wie Jesus ist. He's not teaching you a lesson. Er will dich nicht mit Krankheit eine Lehre lehren. He's not waiting for some special time. Und er wartet auch nicht auf einen speziellen Moment. The timing was the cross. Und der Zeitpunkt für Heilung war das Kreuz. See, I said to this lady, wisst ihr, ich habe zu dieser Frau gesagt, see, there's not a special time. Ich habe ihr gesagt, es gibt keinen speziellen Moment. Because today is the day of salvation. Weil heute der Tag der Errettung ist. And she said, yes, yes, I believe that. Und sie sagte, ja, ja, ich glaube das. So then I turned to her and I said, this. Und dann habe ich mich zu ihr umgedreht und habe Folgendes gesagt. I said, so why do you believe you haven't been healed? Und ich fragte sie, warum glaubst du, oder glauben sie, warum sie noch nicht geheilt wurden? And she said, oh, that's easy. Und sie sagte, oh, das ist einfach, die Antwort. I'm excited because I wanted to hear what she's got to say. Und ich bin selber war gespannt darauf, was sie jetzt sagen, antworten würde. And she said, well, that would be my lack of faith. Und sie sagte, das ist wahrscheinlich mein fehlender Glaube. And I said, whoa, 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 wait. Und ich sagte, whoa, 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 warte. I said, what did you just say? Was hast du da gerade gesagt? And she said, it's my lack of faith, isn't it? Sie sagte nochmal, es ist mein Mangel an Glauben. Liegt sich daran? See, friends, it's not our lack of faith. Und Freunde, wisst ihr, es ist nicht unser fehlender Glaube, weswegen wir nicht geheilt. Because if our identity is in him, weil wenn unsere Identität in Jesus gegründet ist, and as he is, so are you to the world. Und genauso wie er ist, so bin ich für andere in der Welt. Then you show me where he lacked faith. Dann zeig du mir, wo es Jesus an Glauben gemangelt hat. See, faith is the byproduct of knowing Jesus in his nature. Wisst ihr, Glauben ist das Nebenprodukt, was anfällt, wenn man Jesus kennt und mit ihm vertraut ist. But if we have a skewed view of the nature of Jesus, how will you ever operate in the abundance of faith? Aber wenn wir eine verdrehte Überzeugung von der Natur Jesus haben, wie können wir dann wirklich im Überfluss des Glaubens leben oder handeln? You are in him and he is full of faith, so are you. Du bist in ihm und er, Jesus, ist voller Glaube und genau, so bist du in ihm. See, the church has such bad theology when it comes to healing. Wisst ihr, die Kirche hat so schlechte Theologie, wenn es um das Thema Glauben und Heilung geht. See, the Bible tells us that we already have the measure of faith. Wisst ihr, die Bibel sagt uns, dass wir bereits ein gewisses Maß an Glauben haben. The Bible already tells us that it only needs the faith of a mustard seed. Und die Bibel sagt uns des Weiteren, dass wir nur Glauben brauchen, der so groß ist wie ein Senfkorn ist. The woman with the issue of blood, she comes to Jesus. Und die Frau, die blutflüssige Frau, sie kommt zu Jesus. And she doesn't say, Jesus, Jesus, I think I've got great faith. Und sie kommt nicht zu Jesus und sagt, Jesus, Jesus, ich glaube, ich habe meinen Glauben verloren. I think I do. Und ich glaube, ich habe Glauben. She didn't come to Jesus because she thought she had great faith. She came to Jesus because she saw Jesus was healing people. Und sie kam, ist nicht zu Jesus gekommen, weil sie dachte, dass sie einen großen Glauben hatte, sondern sie kam zu Jesus, weil sie wahrgenommen hat. It's like her saying, I need healing, he's healing, I'm going to go and see him. She saw Jesus in his nature. Sondern sie sah, wie Jesus Menschen geheilt hat und sie sah die Natur Jesus, der Menschen geheilt hat. And when we see him in his nature, wenn wir Jesus in seiner Natur erkennen, he turns and he says,
Woman, great is your faith. Da hat Jesus sich zur Frau umgedreht und hat ihr gesagt, Frau, dein Glaube ist groß. So, here's a thought. Und das war sein Gedanke. You realize that there's only two people in Scripture where he acknowledges great faith. Und wisst ihr, es gibt nur zwei Personen, über die Jesus in der Bibel sagt, dass sie großen Glauben haben. One of them is her. Und ein Mensch, über den er sowas sagt, das ist diese blutflüssige Frau. And the other one is the Roman centurion. Und der andere ist dieser römische Soldat. See, what is the common denominator between the two? Und was ist die Übereinstimmung zwischen der übereinstimmende Faktor bei diesen beiden Personen? The common denominator is they're not Jews. Und was diese beiden Menschen verbindet, ist, dass sie keine Juden sind. They didn't know the law. Und sie kannten das Gesetz nicht. See, Jews have over 600 laws. Wisst ihr, die Juden haben über 600 Gesetze. My friend, you don't behave yourself into a miracle. Und wisst ihr, ihr könnt kein Wunder hervorbringen durch die Art und Weise, wie ihr euch verhaltet. Because it's a free gift from God. Sondern es ist eine freie Gabe, die Gott gibt. So I'd mentioned to this lady. Deswegen habe ich gegenüber dieser Frau erwähnt. I said, it's not your lack of faith. Ich habe ihr gesagt, es ist nicht dein Mangel an Glauben. I said, because the Bible says that you are in him, that you are union with him. Weil die Bibel das Wort sagt, dass du in ihm bist und in Einheit mit ihm bist. So I said, I think that you need to sit back on the couch. Und deswegen glaube ich, dass du dich einfach auf der Couch zurücklehnen solltest. And refresh yourself on your union that you have with him. Und das wieder auffrischt, diese Erkenntnis, dass du in Einheit mit Jesus bist. That you are one with him, and that means you have great faith. Und dass du eins mit ihm bist, und das bedeutet, dass du großen Glauben hast. And she sits on the couch. Sie sitzt auf der Couch. And she closes her eyes. Sie hebt die Augen. And she's like, oh yes. Sie sagt, oh ja. I'm at one with you, Jesus. Ich bin eins mit dir, Jesus. Thank you, Father. Danke, Vater. And she opens her eyes. Sie öffnet ihre Augen. And she looks at me. Und sie schaut mich an. And she said, Chris, the concussion's gone. Sie sagt, diese Gehirnerschütterung, diese Kopfverletzung, sie ist weg, sie ist verschwunden. She said, 4 years of confusion is just lifted. Und sie sagt, 4 Jahre, in denen ich Verwirrung im Kopf hatte, sie sind weg. I gave her my Bible. Und ich habe ihr meine Bibel gegeben. And I said, well, what is it you can't do? Und ich fragte sie, was gibt es, was du nicht tun kannst? And she said, I can't read. Und sie sagte zu mir, ich kann nicht lesen. And I opened it to Matthew 7 and I said, read this out loud. Und ich habe das Buch aufgeschlagen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. Und sagt, warte, jetzt genau vor. And out loud she read all of Matthew 7 and all of Matthew 8. Und sie hat das ganze Kapitel von Matthäus 7 und das Kapitel 8 von Matthäus gelesen. Looking at me saying, I can't do that, I can't do that. Und sie hat mich dabei angeschaut und gesagt, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht. She said, it's gone, it's gone. Sie sagte zu mir, es ist verschwunden, es ist weg. See, when we begin to align ourselves to truth, wisst ihr, wenn wir uns selbst in Einklang bringen mit der Wahrheit, mit Wahrheit, we position ourselves for the power of God to flow through us. Und dann bringen wir uns in eine Position, wo die Kraft Gottes durch uns durchfließen kann. But we've built our life around non-truth. Aber wir haben unser Leben damit mit Unwahrheit umgeben. That it's not God's will to heal, that there's a special timing, that he's teaching you a lesson. Diese Unwahrheiten sind, dass es nicht der Wille Gottes ist, uns zu heilen, dass es einen speziellen Moment gibt, wo er uns erst heilt, und dass es nicht der Wille Gottes ist, uns zu heilen. My friend, there's not. Sorry, okay, das ist nicht die Wahrheit, das stimmt nicht.
It is his time. Es ist die Zeit. It is his will. Und es ist dein Wille. There's no special divine purpose. Und es gibt keinen speziellen göttlichen Grund, warum du nicht geheilt wirst. You are not a special exemption. Und du bist keine Ausnahme. Well, Pastor, I'm just a special exemption. Und Pastor, ich bin einfach nur irgendeine spezielle Ausnahme. No, you're not. Nein, das bist du nicht. You're not a special exemption. Du bist keine spezielle Ausnahme. Because the word of God applies just as much to you. Weil das Wort Gottes genauso auf dich zutrifft wie auf alle anderen. See, when we can believe what the word of God says. Wisst ihr, wenn wir nicht glauben können, was das Wort Gottes sagt, we begin to live out of the word of God. Dann werden wir nicht aus dem leben, was das Wort Gottes sagt. And we live with the theology of the person of Jesus Christ. Also anders, also wenn wir das Wort Gottes glauben, dann werden wir an die Theologie der Person Jesus Christus glauben oder leben. And we begin to see the power of God flow through us. Und dann werden wir erleben, wie die Kraft Gottes durch uns fließt. See, this is the truth of freedom. Wisst ihr, das ist die Wahrheit von Freiheit. It is not the truth that sets you free. Und es ist nicht die Wahrheit, die uns frei macht. The Bible doesn't say the truth sets you free. Die Bibel sagt nicht, dass die Wahrheit uns frei macht. Because if the truth set us free, we'd all be healed. Weil wenn es so wäre, dann dass die Wahrheit uns frei macht, dann wären wir alle schon geheilt. The Bible says knowing the truth sets you free. Und die Bibel sagt, die Wahrheit zu kennen, das macht uns frei. And we need to come back to the simplicity of the gospel. Und wir müssen zurückkehren zur Einfachheit des Evangeliums der frohen Botschaft. There is such power and such simplicity in the gospel. Da ist so eine große Kraft in der Einfachheit der frohen Botschaft des Evangeliums. It says in Corinthians. In Korinther lesen wir, that if Eve can be deceived by the cunningness of Satan, dass wenn Eva durch die Boshaftigkeit Satans verführt werden konnte, that my concern might be that you will be deceived away from the simplicity of the gospel. Dann ist meine Besorgnis, dass ihr weggezogen werden könntet von der Einfachheit des Evangeliums. It's time to come back to know the simplicity of the gospel and the amazing grace that he provides. Und es ist an der Zeit, zurückzukehren zur Einfachheit des Evangeliums und zu der atemberaubenden Gnade Gottes. That it is his will. Dass es sein Wille ist. It is his time. Und es ist Zeit. It is about his performance. Und es geht um seine Taten, seine Werke, seine Leistungen. And you are at union with him. Und dass du in Einheit mit Gott bist. You don't lack faith. Und es mangelt dir nicht an Glauben. Because you're in him. Weil du in ihm bist. Let's get our eyes on Jesus. Lasst uns unsere Augen auf Jesus fokussieren. Hebrews 12, verse 2. Hebräer 12, Vers Look 2. Jesus. Look unto Jesus, the author and the perfecter of faith. Indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. My friend, let's just practice union with God. Lass uns einfach. Because in that place of reminding ourselves who we are. Und lass uns selbst daran erinnern, wer wir sind. It's in that place that we open ourselves to the healing power of Jesus to flow through us.
Und an diesem Ort, wenn wir da sind, an diesem Platz, dann öffnen wir uns für die heilende Kraft Jesu Christi. Why don't we, just in closing, why don't we close our eyes? Und lass uns zusammen einfach mal die Augen schließen. And we're just, it's going to be like an act of surrender. Und es ist wie eine Art der Unterwerfung oder der Hingabe. If I pulled out a gun. Als ob ich eine Pistole herausholen würde. And I pointed the gun at you and said, put up your hands. Und so die Pistole auf euch halten würde und sagen würde, hebt eure Hände hoch. The raising of the hands is like, okay, I surrender. Don't shoot me, I surrender. Und das Heben der Hände ist, als ob wir uns ergeben. And it's the most beautiful place that we can come to. Und es ist der wunderschönste Ort, zu dem wir kommen können. Father, I surrender. Und Vater, ich ergebe mich dir. I surrender from my trying heart. Und ich ergebe mich, und ich gebe mein hartes Versuchen auf. I surrender from my efforts. Und ich ergebe mich von meinen Versuchen, von meinen Leistungen. I surrender from my performance. Und ich ergebe mich von meinen Leistungen, meinen Taten. I surrender from my self-righteousness. Und ich gebe auf von oder gebe auf meine, ergebe mich von meiner Selbstgerechtigkeit. And Jesus, I place you back as the center of my life. Und ich stelle dich zurück als den Herrn meines Lebens. Is about you. Und es geht um dich. And what you have paid for and who you are. Und es geht darum, was du bezahlt hast und wer du bist. Just rest in that. We're gonna have silence for like 30 seconds. Just rest in that. Und jetzt bleib einfach an diesem Ort. Wir werden 30 Sekunden lang einfach still sein. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Father. There's people that are watching this that are saying, I'm not worthy to be healed. Vater, danke für die Menschen, die gerade zuschauen, die sagen, ich bin nicht würdig, dass ich geheilt werde. You are worthy because of the blood of Jesus. Du bist würdig wegen des Blutes Jesu Christi. Thank you, Father. Danke, Vater. There's people that are watching this that have received bad doctor's reports. Und die Menschen, die gerade zuschauen, die schlechte Ergebnisse von den Ärzten bekommen haben. I see a bad doctor's report this week. Und ich sehe, dass jemand ein schlechtes Ergebnis von einem Arzt in dieser Woche bekommen hat. And the Lord wants to tell you. Und der Herr möchte dir sagen. Whose report are you going to believe? Welcher Aussage wirst du glauben? The report of man or the report of God? Der Aussage von Menschen oder der Aussage Gottes? I can see people that are struggling with like terminal conditions. Und ich sehe Menschen, die unter tödlichen Krankheiten leiden im Endstadium. Not just terminal, but conditions that the doctor can't fix, but it doesn't mean you're going to die. Und nicht nur unter Krankheiten leiden, die zum Tod führen oder im Endstadium sind, sondern auch unter Krankheiten leiden, wo die Ärzte keine Lösung finden.
Jesus says to you this evening, Jesus sagt zu dir heute Abend, put your eyes upon the cross. Fokussiere oder schaue auf das Kreuz. Father, in the name of Jesus, Vater, im Namen Jesus, I rebuke and I curse every trace of cancer and incurable diseases in every person that's listening today. Ich weise von diesen Menschen und verfluche jede Spur, jedes Anzeichen von Krebs oder einer tödlichen Krankheit in den Menschen, die heute Abend zuschauen. That your amazing healing grace will begin to flow. Dass deine wunderbare, heilende Gnade jetzt zu fließen beginnt. That you didn't send sickness to teach us a lesson. Und du hast Krankheit nicht gesandt, um uns eine Lehre zu erteilen. But you sent Jesus to teach sickness a lesson. Sondern du hast Jesus geschickt, um Krankheit eine Lehre zu erteilen. So God, we just declare your healing grace right now. Deswegen proklamieren wir gerade jetzt deine heilende Gnade. There's people here and I see that you have like black things in your eyes, like floating things in your eyes. Und ich sehe gerade Menschen, die schwarze Sachen im Auge haben, die im Auge herumschwimmen. Look right now, they'll be gone. Und schau jetzt gerade, mach die Augen auf und schau und sie werden weg sein. He heals you of that right now. Gott heilt dich davon, genau jetzt. They will be gone. Have a look. You will not be able to find your floaters. Und schau einfach mal nach, mach deine Augen auf und du wirst diese schwebenden Teile in deinem Auge nicht mehr sehen. There's people here that have got issues in their necks. Und es gibt Menschen, die zuschauen, die haben Probleme im Nacken. Just put your hand on your neck and say, thank you, Jesus. Und legt eure Hand auf euren Nacken und sagt, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And just begin to move your neck around. Danke, Jesus. Sagt danke, Jesus. Und beginnt euren Nacken zu bewegen. Whatever it is that you need in your body. Was auch immer es sei, was ihr in eurem Körper gerade braucht. The blood of Jesus covers it. Das Blut Jesu Christi deckt das ab. There is not one condition that he missed out on the cross. Es gibt keine einzige Krankheit, für die er nicht am Kreuz gestorben ist. He paid for it all. Er hat für alles bezahlt. He paid for all. Er hat für alles bezahlt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. See, when Jesus, just keep your eyes closed, when Jesus would often pray for somebody. Und lasst eure Augen geschlossen. Jedes Mal, wenn Jesus für Menschen gebetet hat, he would heal them. Hat er sie geheilt. And then he'd say, go show yourself to the priest. Und dann hat er ihnen aufgetragen, dass sie sich dem Priester zeigen sollten. Because it was the priest's job to declare healing over them. Weil es die Aufgabe der Priester war, Heilung über Menschen auszurufen. You know who the priest is in the new covenant? Und wisst ihr, wer die Priester sind im neuen Bund? You are. Du bist es. He's the high priest. Er ist der hohe Priester. But you're the priest. Aber ihr seid die Priester. I want you to begin to claim healing over yourself. Und ich möchte, dass du anfängst, Heilung über dir selbst zu proklamieren und auszurufen. Speak to the sickness in your body. Und sprich jetzt zu der Krankheit in deinem Körper. And say sickness, pain, disease. Und sag Krankheit, Schmerz, Erkrankung. Leave now. Verlasse mich jetzt. Because this has been paid for by the blood of Jesus. Weil dafür hat das Blut Jesu Christi bezahlt. I want everyone to look at me. Ich möchte, dass jeder von euch mich jetzt anschaut. I know I can't see you, but you can see me. Ich weiß, ihr könnt mich nicht. Ich kann euch nicht sehen, ihr könnt mich sehen. I want you to repeat what I'm going to say. Ich möchte, dass ihr wiederholt das, was ich sage. Healing is mine. Heilung gehört mir. Say it out loud. Let's say it together. Healing is mine. Ihr sollt das wiederholen. Sagt es da, wo ihr seid. Heilung gehört mir.
Because of what Jesus has paid for. Weil wegen dem, was Jesus für mich bezahlt hat. I want you to type it in the chat box. Healing is mine. Und ich möchte, dass ihr das in die Chat, in die Kommentarbox eintragt. Heilung gehört mir. Because what Jesus has paid for. Wegen dem, was Jesus für mich bezahlt hat. Healing is mine. Type it in the box. Healing is mine. Because Heilung of what Jesus has paid for. Heilung ist mein, gehört mir wegen dem, was Jesus für mich bezahlt hat. Trag das jetzt in diese Kommentarbox ein. Thank you, Jesus. I want you to, if something is happening in your body, I want you to type it in the chat box. Wenn ihr feststellt, dass irgendwas in eurem Körper gerade passiert oder passiert schon ist, dann möchte ich, dass ihr das als Kommentar hinterlasst. We want to know what is happening in your body. Healing is mine because of what Jesus has paid for. Wir möchten wissen, was Jesus gerade an euch tut. Heilung gehört mir wegen dem, was Jesus für mich bezahlt hat. Just declare it over yourself. Healing is mine because of what Jesus has paid for. Proklamiert das, ruft das über euch aus. Heilung gehört mir wegen dem, was Jesus für mich bezahlt hat. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Father. Healing is mine because of what Jesus has paid for. Danke, Vater. Heilung gehört mir wegen dem, was Jesus für mich bezahlt hat. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. My friends, sickness has no place in the life of the believer. Meine Freunde, wisst ihr, Krankheit hat keinen Platz im Leben eines Gläubigen. And he plunged, he took all the authority of the enemy. Und er hat alle Autorität dem Feind entrissen. I'll rephrase that. He gave us all authority. Und ich werde es nochmal anders formulieren. Er hat uns alle Autorität gegeben. So if he gave us authority, how much does that mean the enemy has? Und wenn er uns alle Autorität gegeben hat, was bedeutet das? Wie viel Autorität hat dann der Feind noch? None. Keine. He has no authority. Der Feind hat keine Autorität. Because he gave it to you. Weil Jesus uns die Autorität gegeben hat. To just command that sickness off. Sie befehlt dieser Krankheit in eurem Körper, dass sie gehen muss, dass sie weichen muss. There's people that are watching that are suffering with diabetes. Es gibt Menschen, die gerade zuschauen, die an Diabetes erkrankt sind. Jesus heals you. Jesus heilt dich. There's people that are watching that have tormenting dreams at night. Und es gibt Menschen, die zuschauen, die haben quälende Träume in der Nacht. Jesus heals you. Und Jesus heilt dich. And tonight you're going to sleep so well. Und heute Nacht wirst du so gut schlafen. There's people here that have migraines. Menschen, die zuschauen, die Migräne haben. Jesus heals you. Jesus heilt dich. We take those migraines off. Und er nimmt diese Migräne weg. There's people here. I see issues in backs and legs and feet. Es gibt Menschen, die zuschauen, die haben Schwierigkeiten oder Probleme im Rücken, in den Beinen und in den Füßen. I see ringing in the ears. Die Menschen, die ein Klingeln im Ohr haben, ein Tinnitus. Jesus heals you. Jesus heilt dich. Speak it over yourself. Sprich es über dir selbst aus. I declare that healing grace of Jesus upon me right now. Ich proklamiere die heilende Gnade von Jesus über mir. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Father. I want to close with just this one thought and we'll finish. Ich möchte mit einer letzten Sache schließen. When Jesus cursed the fig tree, als Jesus den Feigenbaum verflucht hat, in Mark chapter 11, Markus Kapitel 11. It wasn't until the next day that Peter said, "Teacher, the fig tree that you cursed has withered away." Und erst am nächsten Tag hat Petrus zu Jesus gesagt, Meister, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. It wasn't until the following day that the leaves fell off. Es war erst am nächsten Tag, dass die Blätter abgefallen sind. And sometimes it can take
some time. It can take a few hours for sickness to begin to fall off. But my friend, the leaves are falling off. Und manchmal kann es einige Stunden dauern, bis die Krankheit verschwindet. Aber die Krankheit wird verschwinden. Die Blätter werden abfallen, wie beim Feigenbaum. So don't walk away and say, it didn't work. Und deswegen verlasse diese Konferenz, dieses Treffen nicht und sage nicht, es hat nicht funktioniert. Walk away saying the leaves are falling off. Sondern wenn du dieses Meeting hier verlässt, dann sag, die Blätter fallen runter, werden runterfallen. That I am in the process of being healed.